Guten Morgen. Tag 3, kurz vor 6. Ich habe gut geschlafen eigentlich, weil ich summiert war. Das ist mein schöner Lagerplatz. Schaut, wie das da romantisch ist. Ist das nicht super? Ja, ich bin gestern 160 Kilometer gefahren. Für die ganzen Berge und so weiter ist das gar nicht so schlecht. Vortag 170. Und heute habe ich nochmal 140 ungefähr auf dem Tacho. Schätze ich einmal. Bis vor Radlberg. Bis später. Bad Kolbrub hat gerade einen Zwischenstopp eingelegt, weil es da einen netten Imbiss gibt und da drinnen, man glaubt es nicht, arbeitet der Laufenthaler, also Lavantaler. Ja, unbedingt vorbeischauen. Es regnet. Da geht es durch den Wald nach Füssen. Also von der Steigung her ist heute bis jetzt noch nicht so schlimm, aber kann ich noch werden. Ja. Okay. Das ist die Königsstraße. Macht ihren Namen alle Ehre. Jetzt wird spannend. Hinter mir ist der Bannwaldsee. Hört es mich wieder. Ich habe das wasserdichte Gehäuse oben gehabt früher, weil es war echt schon notwendig. Da hört man nichts. Ich bin jetzt auf der Schnakenhöhe irgendwo und anscheinend wird das Wetter besser. Deswegen habe ich jetzt meine Regenkleidung abgetan und fahre jetzt weiter, weil sonst dann wird es ganz finster. Jetzt bin ich in Oi. Es geht immer nur aufwärts, aber mit dem Wetter geht es auch aufwärts. Was sagen Sie dazu? Zu was? Zum Wetter. Achtung. Jetzt schon? Ja.
Wetter passt wieder. Schön ist. 65 Kilometer. Dann habe ich es geschafft, die erste Teiletappe. Bis vor Radlberg. Bis später. Jetzt bin ich in Rettenberg. Ich trinke zwar selber so gut wie kein Bier, aber da haben wir eine Brauerei. Eine richtige Brauereigemeinde hat natürlich zwei Brauereien. Der Fluss, das ist die Iller bei Immenstadt. Das Wetter ist Traum, ein bisschen kalter Gegenwind natürlich. Aber sonst schauen wir mal. Gute 46 habe ich noch. Und naja, es ist schon Viertel 6, aber wird sich schon ausgehen, bevor es finster wird. Hinter mir ist der kleine Alpsee. So schaut aus. Gegenwind. Jetzt bin ich in Oberstaufen, habe gerade den Bodensee, Königssee Radweg verlassen. Und jetzt fahre ich Richtung Vorarlberg. Und das ist Oberstaufen. Nicht viel los. Das ist ein Buch.